Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Let's Play Minecraft Mindgame. Ich bin der BenBen54 und wir sind dem Ende nahe. Wir haben nämlich jetzt schon fast alle Items abgegeben und gemacht und gesammelt. Aber wir sind sehr nah beim Ziel. Ich habe hier noch hier die drei Sachen gehabt, die hatte ich in der letzten Folge nicht mit abgegeben. Dann habe ich noch den Spectral Error, da habe ich mir das Rezept mal rausgesucht, weil ich das immer vergessen habe. Dass wir den machen. Und den anderen, den schmeißen. Wir haben hier ein Item Frame, ein Bild, ein Rahmen. Da brauchen wir, glaube ich, ein Leder zu und ein paar Sticks. Ah ne, ich kann ja eh nicht. Ich muss ja eh erstmal. Ich brauche noch mehr Sticks. Da, jetzt kann ich einen Bilderrahmen machen. Also kein Bilderrahmen, sondern ein Itemrahmen. So, den platzieren wir so zur Erinnerung hier hin. Da ist nämlich Richtung Spawn, aber in die Richtung müssen wir. Da zeige ich euch nämlich auch gleich noch so ungefähr, wo es hingeht. Dann haben wir natürlich ein ganz wichtiges Item vergessen, die XP-Bottle. Berichtigt mich, ich hoffe, ich habe das. Muss jemand der, aber ich glaube, die hatte ich auch nicht. So, dann. Ups. Schnell wieder da rein. Habe ich zwischen den Folgen ein bisschen gefarmt und habe ein Monster getötet. So um die 200.000 Stück gefühlt. Und habe die Sachen hier gesammelt. So, dann müsste ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Wie komme ich auf 9? Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was habe ich vergessen? Den Inksack. Ach, da ist der gute Inksack. Ja, den habe ich schon fünfmal gedacht reinzutun. Habe es aber schon fünfmal nicht gemacht. Wo haben wir den denn? Jetzt haben wir keinen Inksack. Was soll das? Inksack, hallo. Wir haben doch sonst immer 10.000 Stück. Ah, da nehme ich den so lang. Weil den kann ich mich nicht daran erinnern, den mal reingetan zu haben. So, jetzt fehlt natürlich hier die Kiste, wo ich das alles reinschmeiße. Also sammeln wir uns somit noch eine Kiste. Wir haben 16 Kisten. Ja, ich habe nämlich ein bisschen umsortiert. Hier ist ein bisschen freier geworden, wie es euch aufgefallen ist. Die ganzen Kisten sind nämlich hier hinten. So, wie die und die. Und hier haben wir auch schon wieder fast voll. Hier, da haben wir auch, habe ich abgefarmt vor der Timelapse. Und habe das alles einmal. So, dann würde ich sagen, haben wir von 926 auf 936. Sehr gut. 1, 2, 3, 4. Diese Folge wird nämlich eine recht kurze Folge, glaube ich. Wir werden nämlich höchstwahrscheinlich 17 Folgen machen. So, warte mal, jetzt das anziehen, das ausziehen, so, das nach unten. So, und zwar geht es genau hier hin. Wer sich gut erinnern kann, denkt sie, jo, hier hat sich ein bisschen was verändert. Und ja, hier sind Blumen. Und ja, das ist ein, wie nennt sich das Biom? Plains Biom. Höchste Wahrscheinlichkeit, ein Bienennest zu kriegen. Und da habt ihr es auch schon gesehen. Es war nicht das erste, beziehungsweise das einzige. Da ist das zweite. Wenn ich jetzt nicht so doof gewesen wäre und hätte vergessen, mir mein Feuer mitzunehmen, hätten wir das auch ganz schnell rausholen können. Dafür brauchen wir allerdings eine Schere. Komm, ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Hui. Aber Scheren haben wir ja mehr wie genug. Nehme ich mal hier die. Ne, die ganze nehme ich nicht. Ich nehme die da mit. Schere und dann brauche ich noch ein Lagerfeuer. Wie mache ich ein Lagerfeuer? Mit Holz oder mit Kohle? So, jetzt kommt ein Feuer. Ein. So, was brauche ich denn dafür? Ich brauche drei ganze Hölzer, drei. Ach, ich brauche Sticks. So, jetzt kann ich auch. Warte mal, ich mache noch ein zweites Campfire. Wäre vielleicht gut. So, was habe ich vergessen? Ach, die Kohle. Ja, die gute Kohle. So, da haben wir ein zweites Campfire. Hui.
Und dann auf einmal darüber. Ja, wir haben jetzt nicht geschlafen. Ist schon in Ordnung. So. Eins von denen werden wir später irgendwann abbauen. Aber erst später eben. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal. Oh, wir haben sogar schon drei. Das sind so kleine Vorbereitungen für ja, die letzte Folge, würde ich sagen. Zap. Ich würde sagen, das. Oh, da war ein Creeper. Ich hätte jetzt gesagt, wir denken uns jetzt mal eine kleine Struktur aus, nachdem wir geschlafen haben. Hui. Und ja, die tun wir jetzt erstmal weg. Erstmal hier zu den Rohstoffen, das ist nämlich gutes Werkzeug. Wir werden jetzt erstmal uns überlegen. Wir nehmen uns mal hier zwei Stack Steine mit und ich will die ganze Zeit den Spielmodus ändern, aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin doch die ganze Zeit hier drin. So. Und dann hier hätten wir noch mein Skelett, genau, das ist auch noch da. Hier haben wir noch die paar aufgeladenen Creeperlines. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das? Wir müssten am besten, das mache ich aber auch vielleicht zwischen der Folge, dass das einfach schneller geht. Hier einen Kasten bauen. In der Hoffnung. Ja, wofür der Kasten sein wird, werden wir in der nächsten Folge sehen. Und zwar ein Kasten. Da werden Monster drin stehen. Genau, und hier wird auch ein Monster drin stehen. Warte mal, beziehungsweise kann ich die wegbauen. So, und hier wird das andere drin, der andere drin stehen. Wenn ich das so hinkriege. Aber warte mal, dann machen wir das mal einfacher. Wir machen das so, so. Und so. Und bauen hier zu, dass hier nicht ja irgendwie ein Bösewicht hier das Code machen kann. So, dann hätten wir das so. Jetzt habe ich mich natürlich eingebaut. So. Dann brauchen wir eine Falltür. Beziehungsweise wir brauchen sowieso ein paar mehr Falltüren. Guck mal da, was wir da haben. Abgebaut. Ach, jetzt komme ich hier nicht raus. Oh, das war Glück, dass hier keine Dings ist. So. Warte mal, jetzt brauchen wir, jetzt habe ich was, zwei Falltüren. Ja gut, dann muss ich gleich nochmal laufen. So, und hier die Bäume, die müssen auch weg. Nicht, dass mir nachher hier Monster oben drauf fallen. Die nicht. Oh, jetzt habe ich Blätter abgeholt, das wollte ich auch nicht. So, wenn das auf jeden Fall weg ist, dann kommen wir nämlich hier lang. Gehen hier lang. Und dann fliegt das Ding da runter. Und dann kann ich die Falltür zumachen. Ist der eben gewachsen? Ne, der war vorher da. Und dasselbe geht auch hier mit hier diesen hier. Also jetzt habe ich hier natürlich, ja gut. Mache ich dasselbe auch nochmal in dieser Größe. Besorge mir zwei Falltüren. So, und dann besorge ich mir gerade hier die zwei Fallen. Denn sowas haben wir hier. Eins und zwei. Jetzt habe ich natürlich nur eine wieder bekommen. Das war ja auch wieder klar. Ne, also habe ich nicht eingesammelt. Deshalb ging es nicht. So. Und dann bauen wir gerade hier diese Falltüren einmal hier hin. Nicht dahin, sondern dahin. Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall die letzten Vorbereitungen, die ich während der Aufnahme mache für die nächste Folge. Denn das Ganze wird sein, hier kommen nämlich genau in eins, so um die fünf oder sechs Zombies, die fast tot sind, mit Nametag um die fünf oder sechs Skeletten, die fast tot sind, und um die fünf oder sechs Creeper, die fast tot sind.
Wie ich das Ganze anstellen werde, ich habe noch keine Ahnung. Weil die Creeper, die werden natürlich bestimmt immer wieder hochgehen und bam, puff, kaputt. Aber gut, lasst das mal meine Sorge sein. Ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wir sind über 10 Minuten. Ne? Ich schalte eh keine Werbung und tschüss.